Wie weit würdest du gehen, um deine sehnlichsten Wünsche in Erfüllung gehen zu lassen? Was wärst du bereit zu opfern? Dein Geld? Deine Gesundheit? Deine Seele? In diesem Video möchte ich mit euch ergründen, worin diese ganze Teufelsvertragsgeschichte ihren Ursprung hat. Und wer jetzt abschalten will, weil er meint, es sei die Bibel, halt stopp, das stimmt nur so halb. Und wenn wir die ganze Mythologie näher durchleuchtet haben, schauen wir uns ein paar schockierende und tragische Beispiele aus dem echten Leben an, die uns zeigen, wie weit andere Menschen bereit waren zu gehen, um ihren Pakt mit dem Teufel zu erfüllen. An dieser Stelle möchte ich schon einmal anmerken, dass wir an späterer Stelle über echte Verbrechen und echte Schicksale sprechen werden, die vielleicht nicht für jeden leicht verdaulich sind. Doch fangen wir am Anfang an. Ein Teufelspakt ist kurz gesagt, wenn jemand einen Vertrag mit dem Teufel abschließt. Dabei verkauft die Person ihre Seele für eine versprochene Leistung. Die Leistung kann quasi alles sein, also Geld, Gesundheit, Glück, Erfolg. Und der Vorstellung sind hier wahrscheinlich keine Grenzen gesetzt. In Film und Fernsehen gibt es grob gesagt zwei Modelle, wie so ein Pakt ablaufen kann. Im ersten Modell gibt es eine kluge Person, die versucht, mit Hilfe des Teufels ungewöhnliche Fähigkeiten zu erhalten. Die Person will damit ihre Gier nach Macht, Wissen oder Liebe befriedigen und hofft dabei, am Ende den Teufel überlisten zu können und ihren Teil des Vertrages nicht einhalten zu müssen. Dieser Handlungsverlauf nennt sich Faustmodell. Viele von euch wurden wahrscheinlich genau wie ich im Laufe ihrer Schulzeit hart von Goethes Faust getroffen. Das Faustmodell entspricht wenig überraschend in kurzen Worten der Handlung von Goethes gleichnamigen Drama. Das zweite Modell des Teufelspaktes ist ebenfalls an ein dramaturgisches Motiv angelehnt und nennt sich Orpheus-Modell. Es basiert auf antiker Mythologie und beruht auf Ovids Sage von Orpheus und Eurydike. Orpheus betrauert den Tod seiner geliebten Eurydike und reist in die Unterwelt, um sie zurück ins Leben zu holen. Sterbliche gelangen eigentlich nicht dorthin, aber Orpheus findet einen Weg und kann sogar Hades, den Herrn der Unterwelt, erweichen. Jedoch gibt es eine Bedingung. Orpheus muss auf dem beschwerlichen Rückweg vorangehen und darf nicht zurückblicken, um nach Eurydike zu sehen. Er schafft es nicht, seinen Teil der Vereinbarung einzuhalten, und als er sich umdreht, stirbt seine Geliebte endgültig. Beim Orpheus-Modell ist der Protagonist also schon in der Hölle oder in der Unterwelt und der Teufel bietet ihm eine zweite Chance im Leben an, wenn er dafür bestimmte Dinge tut. Es gibt diverse literarische Beispiele, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, und noch viel mehr Sagen und Legenden. Aber egal, wie viele literarische Werke wir an dieser Stelle betrachten, das naheliegendste Buch ist nicht dabei: die Bibel. Soweit ich weiß, gibt es in der Bibel keinen einzigen Menschen, der bereit war, seine Seele einzutauschen, und es gibt auch keine Stelle, die explizit beschreibt, dass die Seele als Tauschmittel zur Wunscherfüllung dienen kann. Aber vielleicht steckt ihr ja mehr im Thema drin. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr das anders seht. Der Pakt mit dem Teufel hat also keinen direkten biblischen Hintergrund, sondern entstand eher auf Grundlage bibelbasierender oder religiöser Mythen und Sagen. Historische Berichte über den Pakt mit dem Teufel entstanden, als Satan eine bedeutende Figur in der christlichen Theologie und das Bild des Teufels in Predigten verbreitet wurde. Obwohl man also nicht einmal der Bibel direkt entnehmen könnte, dass ein Deal mit Satan funktionieren würde, führte die bloße Vorstellung über die Möglichkeit eines solchen Paktes zu sehr dramatischen Ereignissen in unserer Geschichte. Alleine die Hexenverfolgung ist sicherlich ein schlagkräftiges Stichwort in diesem Kontext. Damals ging man nämlich davon aus, dass Hexen im Bunde mit dem Leibhaftigen ständen. Man glaubte, dass die Hexen im Austausch gegen ihre Seelen vom Teufel magische Kräfte zugesprochen bekommen haben. Die Inquisiteure meinten dann, dass man Hexen anhand eines bestimmten Mahls erkennen könne, das dort entstünde, wo der Teufel sie berührt habe. Dieses Hexenmahl soll jedoch eigentlich nur bei einem mündlichen Deal entstehen. Wobei ich finde, dass dieser Gedanke hinkt. Nach dem, was ich bisher so gelesen habe, kann ein Teufelspakt nämlich sowohl mündlich als auch schriftlich erfolgen. Und das führt uns zur nächsten Frage, die wahrscheinlich die meisten von euch am meisten interessiert. Wie kommt so ein Deal zustande? Ich möchte an dieser Stelle nicht allzu detailliert werden, weil ich nicht möchte, dass ihr eure Seelen an den Teufel verkauft. Und alles, was ich euch jetzt erzähle, dient ausschließlich der Bildung. Im Internet habe ich eine Liste gefunden. Also, für so einen Deal braucht man einen geeigneten Ort für die Beschwörung, Salz, passendes Räucherwerk, Kerzen, Kreide, das Siegel des Dämons und die richtigen Beschwörungsformeln, Streichhölzer oder ein Feuerzeug, eine Opfergabe und die richtige Tinte für den Vertrag.
Allein schon der geeignete Ort soll sowohl Definitions- als auch Geschmackssache sein. Einige Überlieferungen gehen davon aus, dass Kreuzwege, also Kreuzungen, für so eine Beschwörung hilfreich sein sollen. An Kreuzungen sollen früher vermehrt Hinrichtungen stattgefunden haben und es heißt, dass dort vermehrt Geister anzutreffen seien. Andere bevorzugen es, Beschwörungen an einem ruhigen Ort, wie zum Beispiel einem Keller oder so, vorzunehmen. Auch bei den übrigen Dingen auf der Liste steckt der Teufel im Detail. Es sollte schon das richtige Räucherwerk, die korrekte Formel und natürlich auch das richtige Siegel sein, das man verwendet. Vor allem aber ist wohl die Herstellung der Tinte eine Wissenschaft für sich. Es gibt einige Menschen, denen im Laufe der Geschichte ein Pakt mit dem Teufel nachgesagt wurde. Das betrifft vor allem besonders talentierte Künstler und Musiker. Vielleicht habt ihr ja schon einmal von dem Teufelsgeiger Paganini gehört. Niccolò Paganini war so virtuos an der Geige, dass er quasi über Nacht berühmt wurde und in den Jahren zwischen 1820 und 1840 sein Publikum regelrecht in Trance versetzte. Sein Talent schien unmenschlich zu sein und da sich Paganini mit Vorliebe irdischen Genüssen wie Glücksspiel und Frauen hingab, entstand das Gerücht, er wäre mit Satan im Bunde. Ich habe übrigens auch so einen Deal am Laufen und ich habe mir gewünscht, dass ihr alle dieses Video liked und meinen Kanal abonniert, damit ich euch auch in Zukunft mit gruseligen und spannenden Themen unterhalten kann. Also klickt jetzt die entsprechenden Buttons. Ihr habt keine Wahl. Im Großen und Ganzen gibt es wohl zwei Motive, warum Menschen bereit sind, einen Pakt mit dem Teufel abzuschließen. Die einen gehen diesen Vertrag ein und erwarten eine Leistung im Tausch gegen einen Gegenwert, also ihre Seele. Manche Menschen hingegen wollen dem Fürsten der Finsternis durch so einen Pakt lediglich ihre Anerkennung darbieten und erwarten keine Leistung im Gegenzug. Und damit wird es jetzt leider erstmal etwas ernster, denn ich möchte euch zwei Beispiele aus dem echten Leben zeigen, bei denen Menschen sehr weit gegangen sind und sogar getötet haben, um ihren Pakt mit dem Teufel zu erfüllen. Ein sehr populäres Beispiel dürfte Richard Ramirez sein, den viele von euch wahrscheinlich auch unter dem Namen Nightstalker kennen. Der Nightstalker ist ein Serienmörder aus den 80er Jahren, der mir persönlich auch heute noch einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Tatsächlich möchte ich in diesem Video gar nicht so sehr auf die Verbrechen des Nightstalkers eingehen, sondern vielmehr beleuchten, warum er sich dem Teufel verschrieb. Wer sich für die komplette True-Crime-Geschichte interessiert, dem empfehle ich die Netflix-Doku Nightstalker auf der Jagd nach einem Serienmörder. Ricardo Leyva Muñoz Ramirez erblickte am 29. Februar 1960 in El Paso, Texas, das Licht der Welt. Ricardo, der von seiner Familie liebevoll Richie genannt wurde, hatte vier ältere Geschwister und seine Eltern hatten es finanziell nicht leicht, obwohl beide berufstätig waren. Die Gegend und die Umstände, in der Familie Ramirez lebte, waren nicht gerade gesundheitsfördernd. In der Nähe befand sich ein Testareal für nukleare Waffen und Richards Mutter arbeitete in einer Ledergerberei, in der sie ungesunden Chemikalien ausgesetzt war. Ihr erstgeborener Sohn Ruben hatte nach seiner Geburt tischtennisballgroße Knoten am Rücken, die sich jedoch über die Jahre verwuchsen und der zweitgeborene Sohn Joseph kam mit einem gelähmten Bein auf die Welt. Als Richard Ramirez geboren wurde, war er ein gesundes Baby. Allerdings hatte er mit 2 Jahren einen schweren Unfall zu Hause. Er kletterte auf eine Kommode, um nach einem Radio zu greifen, stürzte und die Möbelstücke fielen auf ihn drauf. Richard erlitt eine Wunde, die mit 30 Stichen genäht werden musste und eine Gehirnerschütterung. Eine zweite Gehirnerschütterung zog sich der Junge im Alter von 5 Jahren zu, als er eine schwingende Schaukel gegen den Kopf bekam. Diese Kopfverletzungen führten letztendlich dazu, dass Richard nun regelmäßig epileptische Anfälle bekam. Julian Ramirez, Richards Vater, schreckte bei seinen Erziehungsmethoden nicht vor Gewalt zurück. Wenn die Anspannung zu Hause zu groß wurde, entfloh Richard der Situation. Er hat früh gelernt, sich unbemerkt aus dem Staub zu machen, während sich in Richards Zuhause wieder einmal die Gewalt entlud und sein Vater auf den ältesten Sohn Ruben einschlug, schlich sich Richard auf einen nahegelegenen Friedhof und rauchte dort Gras. Als Richard dann 12 war, zogen seine 3 älteren Brüder aus. Nun verbrachte er viel Zeit mit seinem älteren Cousin Mike, der bereits ein Vietnam-Veteran war. Mike zeigte seinem kleinen Cousin ungeachtet dessen Alters sehr unangemessene Bilder von Kriegsverbrechen, auf denen überwiegend asiatische Frauen zu sehen waren, denen Grausames angetan wurde, unter anderem auch von Mike. Dennoch blickte Richard zu seinem Cousin auf. Mike war sein Idol,
Doch sein Idol hatte keinen guten Einfluss. Mike brachte Richard bei, dass das Leben unfair sei und man sich nehmen muss, was man wolle, denn Mitleid sei nur etwas für Schwachköpfe. Mike war bereits verheiratet und hatte gemeinsam mit seiner Frau Jessie zwei Kinder. Am 4. Mai 1974 wurde der junge Richard Ramirez im Alter von 14 Jahren im Haus seines Cousins dann Zeuge einer grausamen Gewalttat. Als Jessie vom Einkaufen nach Hause kam und sah, dass ihr Mann schon wieder Billard mit seinem jüngeren Cousin spielte, fragte sie ihn, ob er sich stattdessen nicht langsam mal einen Job suchen wolle. Nach einem kurzen, aggressiven Wortwechsel holte Mike seine Waffe und schoss Jessie in Anwesenheit ihrer zwei Söhne und Richard mitten ins Gesicht. Mike wurde 7 Monate später wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen. Die Konsequenzen für Richard waren, dass er diese Bilder nun nicht mehr aus seinem Kopf bekam und sein Graskonsum weiter anstieg. Um diesen Konsum finanzieren zu können, beklaute er inzwischen sogar seine Nachbarn. Auch in der Schule lief es für Richard nicht nach Plan. Aufgrund seiner epileptischen Anfälle wurde er aus dem Football-Team ausgeschlossen. Seine Noten verschlechterten sich und er beklaute nun auch seine Mitschüler. Im Sommer besuchte er dann seinen ältesten Bruder Ruben, der inzwischen in Los Angeles lebte. Ruben brachte Richard mit Heroin in Kontakt und brachte ihm bei, wie man in Häuser einbricht. In Richard entfachte sich eine regelrechte Leidenschaft, in die Privatsphäre von Fremden einzudringen und deren Häuser zu durchsuchen. In der 9. Klasse schmiss Richard dann die Schule. Er zog bei seiner Schwester Ruth und ihrem Ehemann Roberto ein, weil er es zu Hause nicht mehr aushielt. Roberto war ein Voyeur und nahm Richard nach Einbruch der Dunkelheit mit, um die Frauen aus der Nachbarschaft beim Umziehen zu beobachten. Zu dieser Zeit kam er auch mit dem Satanismus in Kontakt. Das Leben meinte es nicht gut mit Richard Ramirez. Er fühlte sich allein und musste seinen Weg finden. In ihm manifestierte sich die Vorstellung, dass wenn Gott ihm nicht helfen kann oder will, Satan das vielleicht tun würde. 1978 machte Richard Ramirez sich dann auf den Weg mit dem Bus nach Los Angeles und hatte seine katholische Erziehung endgültig gegen den Bund mit Satan eingetauscht. Richard glaubte an die Allmächtigkeit des Teufels und gab sich in den folgenden Jahren in dem Glauben, Satan stände ihm bei, ganz seinem Drogenkonsum hin, den er durch Einbrüche finanzierte. Diese Einbrüche gingen ab 1984 in den meisten Fällen auch mit Mord und sexueller Gewalt einher. Die Bewohner von Los Angeles lebten in Angst und Schrecken, bis Richard Ramirez, der inzwischen als Nightstalker bekannt war, am 30. August 1985 gefasst wurde. Als er nach seiner Verhaftung auf dem Polizeirevier befragt wurde, sagte Ramirez: Ihr denkt, ich wäre verrückt. Ihr kennt Satan nicht. Natürlich habe ich die Taten begangen. Also was? Gib mir eine Waffe. Ich werde mich um mich selbst kümmern. Am 22. Juli 1988 begann die Auswahl der Jury und am 20. September 1989 wurde Richard Ramirez für schuldig befunden, 13 Morde, 5 versuchte Morde, 11 Vergewaltigungen und 14 Einbrüche begangen zu haben. Am 3. August 1988 berichtete die Los Angeles Times, dass einige Gefängniswärter behaupteten, Ramirez plane, eine Waffe in den Gerichtssaal zu schmuggeln, um den Staatsanwalt zu erschießen. Daraufhin wurden Metalldetektoren vor dem Gerichtssaal installiert und jeder Besucher wurde intensiv durchsucht. Am 14. August wurde das Verfahren unterbrochen, als das Jurymitglied Phyllis Singletary nicht im Gerichtssaal erschien. Sie wurde später tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die anderen Jurymitglieder waren schockiert und fürchteten, dass Ramirez diese Tat aus seiner Zelle heraus angeordnet haben könnte und so auch andere Jurymitglieder gefährdet sein könnten. Ramirez wurde jedoch nachweislich nicht für Singletarys Tod verantwortlich gemacht. Sie wurde von ihrem Freund erschossen, der sich später in einem Hotel das Leben nahm. Am 7. November 1989 wurde der Night Stalker 19 Mal zum Tode durch die Gaskammer verurteilt. Das Strafverfahren war eines der kompliziertesten und längsten in der Geschichte der amerikanischen Justiz. Fast 1600 potenzielle Jurymitglieder wurden interviewt und 165 Zeugen wurden befragt. Einige Zeugen litten unter Gedächtnislücken aufgrund der vergangenen Zeit seit der Taten, während andere Ramirez sicher identifizieren konnten. Seine letzten Worte vor dem Richter waren: Ihr versteht mich nicht. Ihr seid nicht fähig. Ich bin jenseits von Gut und Böse. Ich werde gerecht werden. Lucifer wohnt in jedem von uns. Ich weiß nicht, warum ich meinen Atem verschwende, aber was soll's? Ich glaube nicht an das heuchlerische moralische Dogma dieser sogenannten zivilisierten Gesellschaft. Ihr Maden macht mich krank. Heuchler, einer wie der andere. Wir sind alle entbehrlich für eine Sache. Zeigt keine Gnade.
Da Ramirez mehrmals Aufschub erhielt, wurde das Todesurteil nie vollstreckt. Am 7. Juni 2013, nach fast 28 Jahren im Todestrakt, verstarb er im Marin General Hospital in der Nähe von San Quentin an Leberversagen. Ich denke, das Leben von Richard Ramirez zeigt uns ganz eindrücklich, dass wir unsere Monster manchmal selber erschaffen. Eine prekäre Lebenssituation und eine Kindheit durchzogen von Gewalt und Traumata führte Richard Ramirez auf den Pfad des Bösen, von dem er nicht mehr zurückfand. Versteht mich aber bitte nicht falsch, seine traumatische Kindheit ist in keinem Fall eine Entschuldigung für die grausamen Taten, die er begangen hat. Mit dem Nightstalker waren wir ja gerade in den 80er Jahren unterwegs, es gibt aber auch einen ziemlich aktuellen Fall, in dem der Pakt mit dem Teufel eine tragende Rolle spielt. In London wurden am 6. Juni 2020 die beiden Schwestern Biba Henry und Nicole Smallman in einem Park erstochen. Der Täter war der zum Tatzeitpunkt erst 18-jährige Daniel H., der seine Opfer wahllos aussuchte. Biba und Nicole feierten am Tattag den Geburtstag der älteren Schwester und befanden sich gerade im Friend Country Park im Norden Londons, wo sie einige Selfies schossen, die sie mit Freunden und Verwandten teilten. Auf dem letzten Selfie schauen die beiden Frauen erschrocken in eine Richtung und es wird vermutet, dass sie da bereits ihren Mörder erblickten. Nicole und Biba verloren ihr Leben, weil Daniel H. meinte, er hätte einen Vertrag mit dem Teufel abgeschlossen. Bei einer Durchsuchung wurde ein Vertrag gefunden, den der Täter mit seinem eigenen Blut unterzeichnet hatte. Daniel H. wollte alle 6 Monate 6 Frauen töten. Im Gegenzug erhoffte er sich einen Lottogewinn. In seinem Vertrag mit dem Teufel fanden die Beamten 3 Lotterielose. Keines der Lose hätte jedoch zu einem Gewinn geführt. Biba und Nicole wurden erst über einen Tag nach der Tat von dem Freund der jüngeren Schwester in einem Gebüsch gefunden und Daniel H. wurde ungefähr 1 Monat nach dem grausamen Doppelmord verhaftet. Daniel wies sämtliche Vorwürfe zurück, auch wenn die Beweise deutlich für ihn als Täter sprachen. Das Strafgericht Old Bailey sprach Daniel H. dann im Alter von 19 Jahren schuldig. Seine Strafe ist eine lebenslängliche Haft und er könne frühestens nach 35 Jahren mit seiner Entlassung rechnen. Erschreckend ist, dass Daniel H. keinerlei Reue oder Verantwortung für seine Tat gezeigt haben soll. Eine Unzurechnungsfähigkeit konnte ihm nicht diagnostiziert werden. Über das Leben des Täters in diesem Fall ist bei weitem nicht so viel bekannt wie über das Leben von Richard Ramirez. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Verhaftung dieses jungen Mannes London vor einem neuen Serienmörder bewahrt hat. Vor einigen Tagen habe ich euch in meinem Community-Tab gefragt, ob ihr einen Pakt mit dem Teufel eingehen würdet. Und knapp die Hälfte derer, die geantwortet haben, würden das nicht tun. Und ganz ehrlich, dem würde ich mich anschließen. Das bedeutet aber nicht, dass ich das knappe Drittel derer, die dazu bereit wären, verurteile. Jeder hat seine persönlichen Gründe und am Ende ist und bleibt es auch eine Glaubensfrage. By the way, glaubt ihr an das theologische Konzept von Gut und Böse? Viele Religionen haben einen Counterpart zum christlichen Teufel. Bei den Buddhisten ist es Mara, der mit Hilfe seiner 3 Töchter Tod und Unheil bringt. Bei den Hindus nehmen ganz allgemeine Geister und Dämonen diesen Part ein. Und die Juden glauben an Satan, der per se kein böses Wesen ist, sondern eher als eine Art Hinderer fungiert, der im Auftrag Gottes handelt. Auch aus der christlichen Bibel könnte man so eine Funktion ableiten. So steht zum Beispiel im Buch Hiob, dass Satans Macht durch Gottes Willen beschränkt sei. Ohne einen religiösen Diskurs losbrechen zu wollen, hieße das nicht auch im Umkehrschluss, dass Gott wollen müsste, dass Satan Wünsche erfüllen kann? Beziehungsweise dass Gott Satans Versuchungen zulässt? Wenn er das nicht wollen würde, hätte der Teufel nach dieser Logik doch keine Macht, oder? Mein Fazit lautet, dass das Leben nicht immer fair läuft und ich es irgendwie auch verstehen kann, dass manche Menschen dann gewillt sind, quasi nach dem letzten Strohhalm zu greifen. Ich persönlich glaube jedoch nicht, dass ein Pakt mit dem Teufel einem aus der Patsche helfen würde, weil ich nicht glaube, dass das so läuft. Ich schließe die Existenz des Übernatürlichen nicht aus, ganz im Gegenteil. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Tauschgeschäft so läuft. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne ebenfalls in die Kommentare. Das ist ganz bestimmt ein kontroverses Thema. Schaut auch hin und wieder gerne in meinen Community-Tab für zukünftige Umfragen. Und wenn ihr es bis hierhin noch nicht getan habt, freue ich mich wie gesagt auch über ein Like und ein Abo. Nun wünsche ich euch noch einen ganz fantastischen Abend oder Tag oder wann auch immer ihr das Video geschaut habt. Und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder hier an dieser Stelle.